Herzlich willkommen zu den 15 gruseligsten oder mysteriösesten Fotos, die es gibt. Alle 15 Bilder, die ich euch heute vorstellen werde, konnten entweder nicht ganz oder überhaupt nicht widerlegt werden. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Liste. Die Kreaturen der Felsspalte. John Smith ging nach Saudi-Arabien und traf dort einen Kollegen, welcher ein paar Monate früher nach Saudi-Arabien geflogen war. Er sagte, er ging wandern, und als er wandern war, ging er an einer Höhle vorbei, wo er ein Geräusch hörte. Und er sah in der Höhle ein seltsames Leuchten oder Aufblitzen. Er betrat nur wenige Meter die Höhle und machte dieses Foto. Der Blitz war kurz, und so sah er nichts durch den Blitz. Doch als er alle von ihm gemachten Bilder entwickelte, entdeckte er diese seltsamen Kreaturen der Felsspalte. Bis heute ist man sich nicht genau bewusst, was dieses sein könnte. The White Lady of Worstead. 1975 gingen Diane und Peter Berthall, ein Ehepaar, in die Kirche von Worstead. Diane setzte sich auf eine der Kirchenbänke und ihr Ehemann machte ein Foto von ihr, welches sie auf das Grab eines Freundes stellen wollten, welcher vor kurzem gestorben war. Als sie allerdings wieder später auf das Foto sahen, entdeckten sie eine weiß leuchtende Person hinter Diane. Im nächsten Jahr besuchten sie die Kirche wieder und zeigten dem Pastor das Bild. Dieser sah es sich lange an und erklärte dem Ehepaar, dass es sich bei dieser weißen Person um einen Schutzgeist handelt, welcher immer dann auftaucht, wenn jemand gesundheitlich Hilfe benötigt. Als Diane und Peter damals die Kirche besuchten, war Diane tatsächlich schwer krank und sehr schwach. Es konnte nachgestellt werden, dass dieses Foto kein Fake sein kann. Der mysteriöse Tod von Elisa Lam. Es war Februar 2013. In diesem Jahr verschwand die 21-jährige Studentin Elisa Lam aus Vancouver spurlos. Nur 2 Wochen später wurde sie wiedergefunden, allerdings nicht lebendig. Ihre Leiche wurde in einem Wassertank über ihrem Hotel gefunden. Auf den ersten Blick schien dieser Fall komplett logisch zu sein. Es war einfacher Mord. Doch dann tauchte ein Video auf, welches alles ändern sollte. Es zeigte Elisa Lam kurz vor ihrem Verschwinden. Es zeigt, wie sie in einen Fahrstuhl einsteigt und dort wahllos und ruhig alle Knöpfe drückt. Doch kurz danach beginnt sie merkwürdige Sachen zu machen. Sie schaut sich schnell um, als ob sie verfolgt wird, und versteckt sich in der Ecke des Fahrstuhls, ohne dass jemand zu sehen ist. Kurz darauf geht sie aus dem Fahrstuhl und scheint mit den Händen irgendetwas zu berühren, was nicht da ist. Sie machte seltsame Bewegungen und ging auf und ab. Allerdings ging sie immer wieder vorsichtig in den Fahrstuhl zurück. Kurz vor Ende des Videos geht sie ruhig und gelassen einfach weg. Laut Autopsie starb sie nur wenige Momente später. Allerdings waren an ihr keine Zeichen von Gewalteinwirkung zu sehen. Es seien noch weder Drogen noch Schizophrenie im Spiel gewesen. Die Polizei steht bis heute vor dem Rätsel. Der Geist von Lord Combermere. Das nächste Foto zeigt einen altaussehenden Raum, voller Bücherregale und teurer Möbel. An sich natürlich nichts Seltsames oder Gruseliges. Doch guck mal auf dem Stuhl am linken Bildrand, so kann man etwas auf ihm erkennen. Eine weiß leuchtende, geisterhafte Gestalt scheint auf diesem Stuhl zu sitzen. Die Geschichte hinter diesem Foto lautet wie folgt. Im Jahre 1891 wurde das Foto in der Bibliothek von Combermere Abbey gemacht. Beim Entwickeln des Fotos tauchte diese Gestalt auf, welche dem verstorbenen Lord Combermere sehr stark ähnelt. Lord Combermere war ein Kommandant, dem das Anwesen früher gehörte. Genau an dem Tag, als das Foto gemacht wurde, starb auch Lord Combermere, weil er von Pferden und einer Kutsche überfahren wurde. Viele Leute sind sich sicher, dass auch heute noch der Geist von Lord Combermere in diesem Anwesen lebt. Das Gesicht auf dem Mars. 1967 flog der Satellit Viking 1 der NASA nach um den Mars. Dort machte er Fotos, damit die NASA Orte raussuchen kann, wo der Rover Viking 2 landen könnte. Als die Fotos dann der NASA übermittelt wurden, tauchte dieses Gesicht eines Menschen auf dem Foto auf.
Zuerst glaubten viele, dass es sich tatsächlich um einen echten Menschen handeln könnte. Doch dies war ja einfach Schwachsinn. Während manche Menschen glaubten, es handele sich einfach nur um einen normalen Berg, der einen Schatten wirft, glauben viele Experten, die das Bild untersucht haben, dass es sich um eine Statue handeln könnte. Eine früh gebaute menschenähnliche Statue, die die Existenz früheren Lebens auf dem Mars beweisen könnte. Bis heute ist nicht klar, was es genau mit diesem Gesicht auf sich hat. Der Brown Lady Ghost. Dieses Foto wurde in der Raynham Hall in Norfolk, England gemacht. Es zeigt eine geisterhafte Gestalt auf den Treppen. Diese Gestalt soll der Geist der verstorbenen Dorothy Townsend, welche in dem Anwesen gewohnt hat, sein. Die Besitzer dieses Hauses nach Dorothy sagten, dass in vielen Nächten Geräusche zu hören waren, welche von der Treppe kamen. Meistens war es ein Knarren oder Flüstern. Das Foto, was ihr seht, entstand, als Fotografen das Anwesen fotografieren sollten, da es ein Bild für die örtliche Zeitung geben sollte, um das schönste Haus zu zeigen. Doch was sie dort fotografierten, hätten sie nie für möglich gehalten. Opas Geist. Dieses Foto wurde kurz vor 2000 gemacht, auf einer Familienfeier. Dort wurde dieses Bild von der 90-jährigen Großmutter gemacht. Nur wenige Monate später starb sie. Lange wurde überhaupt nichts auf den Bildern bemerkt. Doch beim Fotoalbum durchblättern erkannte einer der Enkel, dass etwas hinter ihrer Oma stand. Der Mutter kam die Person sehr bekannt vor. Und nachdem sie ein Foto von ihrem verstorbenen Vater sah, wurde es ihr klar. Der Mann hinter der 90-jährigen Großmutter war ihr längst verstorbener Mann. Fotoanalytiker sind sich sicher, dass dieses Foto nicht gefälscht wurde. Und sie konnten auch die Geschichte mit Hilfe von Todesurkunden beweisen. Der Mann vom Booth Hill Friedhof. Terry I. Clanton nahm dieses Foto, ein Schwarz-Weiß-Foto, von seinem Freund auf dem Booth Hill Friedhof um 1960 herum auf. Sein Freund zog sich in alten Wildwest-Klamotten an und sie wollten ein realistisch ausschauendes Wilder-Westen-Foto machen. Als sie das Foto zu Hause entwickelten, sahen sie etwas im Hintergrund. Es war ein scheinbar kniender Mann mit Hut und alten Klamotten. Er saß ruhig im Gras und beobachtete sie. Beide schworen, dass sie weder den Mann auf dem Foto kannten, noch irgendjemanden dort gesehen haben. Andere Fotos, die nur kurz darauf gemacht wurden oder über dem ganzen Friedhof verteilt sind, zeigen keinen anderen Mann. Der Booth Hill Friedhof liegt mitten in der Einöde und ist überschaubar. Eine andere Person dort zu treffen ist erstens selten und außerdem wäre sie sehr leicht zu bemerken gewesen. Experten sind sich nicht sicher, was es mit diesem Foto auf sich hat. Die mysteriösen Hinterkaifeck-Morde. Es war 1922 in Deutschland, als 6 Menschen in der Nähe der Hinterkaifeck-Farm starben. Das Besondere war einerseits die Grausamkeit der Morde. Alle Opfer wurden grausam hingerichtet, meistens so, dass sie viele Schmerzen hatten. Was noch seltsam war, war die undurchsichtige Lage, wie die Taten begangen wurden. Es wurden keinerlei Spuren entdeckt. Nach dem dritten Mord wurde das Haus durchgängig bewacht. Dennoch wurden 3 weitere Leichen auf dem Hof gefunden. Außerdem gab es Beweise, dass sich die Mörder die ganze Zeit im Haus aufgehalten haben mussten, obwohl das Haus durchgängig bewacht wurde. Die Beweise waren Rauch, der aus dem Schornstein ausstieg, verschobene Möbel in der Wohnung und Geschirr mit Essen drauf auf dem Tisch. Es wurde nie jemand in der Wohnung entdeckt, auch wenn sie jeden Tag mehrmals untersucht wurde. Bis heute ist nicht bekannt, wie genau das alles passieren konnte. Die Phönixlichter. Es war Donnerstag, der 13.03.1997, als Tausende von Leuten etwas sehr Seltsames sahen. Sie sahen am Himmel verschiedene Lichter und hörten undefinierbare Geräusche. Eine Art Surren von turbinenähnlichen Gegenständen. Die Besonderheit war, sie flogen in einer hohen Geschwindigkeit über das Land, und zwar durchgängig in einer bogen- oder dreieckigen Form. Sie wurden außerdem vom Radar der Militärbasis geortet, doch konnten nicht überprüft werden, denn als die amerikanischen Flieger
die Phönixlichter untersuchen wollten und ihnen hinterherflogen, verschwanden sie auf einmal. Piloten meinten, sie seien mit einer extrem hohen Geschwindigkeit geflohen und einfach verschwunden in der Ferne. Andere Augenzeugen beteuern, dass diese Lichter ins Meer geflogen sind und dort verschwanden. Bis heute ist nicht klar, was es mit den Lichtern auf sich hat. Der Hampton-Kurt-Geist. Dieses Foto zeigt eine Person in sehr alten, fast mittelalterlichen Kleidern aus einer Tür gehen. An sich ist das natürlich nichts Merkwürdiges. Doch dieses Bild wurde von Sicherheitskameras 2003 im englischen Hampton Court aufgenommen. Zu der Zeit, wo dieses Bild gemacht wurde, ertönte im gesamten Gefängnis ein lauter Alarm. Der Alarm bedeutete, dass eine der Gefängnistüren geöffnet wurde. Als sie zu der besagten Tür kam, war diese allerdings geschlossen. Und auch verschlossen. Doch so wie sie verschlossen war, ging es nur von innen. Und auch nur mit einem Schlüssel für die Tür, die nur die Wärter hatten. Die Polizisten taten die ganze Sache als ein Fehlalarm ab und gingen zurück an die Arbeit. Als sie dann aber allerdings das Videomaterial sahen, bemerkten sie eine seltsame Person aus der Tür gehen. Ihnen ist nicht bekannt, wer die mittelalterliche Person war. Sie war auf jeden Fall kein Insasse. Die Frau auf der Bank. Dieses Foto wurde im Bachelor's Grove Cemetery in Bremen, USA gemacht. Es zeigt eine Frau auf einer Bank sitzend. Sie starrt nur in die Bäume. An sich ist das durchaus vorstellbar und nichts Seltsames. Doch das Besondere ist die Geschichte des Friedhofs. Er soll einer der am meisten verfluchten Orte der Welt sein. Und diese Frau wurde schon öfters dort gesehen. Und zwar immer auf dieser Bank. Zeugen sagten, sie sei auf einmal verschwunden, wenn sie sich ihr näherten. Genauso plötzlich, wie sie aufgetaucht war. Und sie sah auf keinen Fall aus wie eine lebende, menschliche Frau. Manche Zeugen meinten auch, wenn sie sich ihr näherten, entdeckten sie, dass diese Frau überhaupt kein Gesicht hat, sondern nur ein blankes, weibliches, leeres Gesicht. Ohne Augen oder Mund. Also wenn ihr in Bremen in Illinois seid, dann besucht doch den Friedhof. Vielleicht seht ihr sie auch. Die Hestalen-Lichter. Diese Lichter werden bereits seit 1941 öfters gesichtet. Aber erst regelmäßig und lange genug waren diese Lichter von Dezember 1981 bis Sommer 1984 dort. Dort waren sie dann mehrmals wöchentlich zu sehen, schwebend, und das nur wenige Meter über dem Boden. Und auch nach vielen Untersuchungen konnte nicht erklärt werden, was es genau mit den Lichtern auf sich hat. Viele Augenzeugen meinen, es seien UFOs. Wissenschaftler nahmen bisher dazu allgemein keine Stellung. Die pinke Frau. Es geht auf diesem Foto um die O'Hare Mansion. Mehrere Familien zogen aus, nachdem sie meinten, ihr Haus sei verflucht. Sie behaupteten, Stimmen zu hören. Fußschritte und manchmal eine Person zu sehen. Keiner konnte erläutern, wie genau die Person aussah, ob sie Mann oder Frau, menschlich oder tierischer Natur war, weil sie meistens viel zu weit weg stand und nur schemenhaft zu sehen war. Als dann allerdings Guy Winters und sein Freund Terry Lambert in Indiana Bilder von außen von diesem Haus machten, entdeckten sie beim Entwickeln eine Frau am Fenster. Diese Fotos zeigten sie den Familien und besonders die Kinder, die dort gewohnt hatten, meinten sich an diese Frau zu erinnern können. Sie soll bei ihm nachts am Bett gestanden haben. Es gibt insgesamt 3 Bilder, die sie von ihr fotografiert haben, wie sie am Fenster steht und sie anstarrt. Wissenschaftler sind sich sicher, dass dieses Foto nicht gefaked wurde. Kommen wir nun zum letzten Foto. Die SS Orang Medan. Es war Februar 1948 in der Nähe von Indonesien. Viele Notrufe gingen an diesem Tag bei anderen Schiffen von der holländischen SS Orang Medan ein. Die Nachricht, die alle bekamen, lautete: Hilfe! Alle Crewmitglieder und der Captain sind tot und liegen im Kartenraum sowie auf der Schiffsbrücke. Kurz darauf kam die Nachricht: Ich sterbe. Kurz darauf wurde die SS Orang Medan mehrmals um Antwort gebeten. Doch sie haben nie eine von ihr erhalten.
Als sie dann die SS Orangmedan fanden, erblickten sie etwas Grausames. Alle Crewmitglieder sowie der Schiffshund lagen tot auf dem Boden. Sie blickten alle in die Sonne mit ausgebreiteten Armen und einem Ausdruck in ihrem Gesicht, als hätten sie gerade irgendetwas Grauenhaftes gesehen. Als sie dann die Tankräume betraten, spürten sie eine extreme Hitze. Sie gingen von Bord und wollten das Schiff in den Hafen ziehen. Doch kurz nach dem Verlassen des Schiffes fing es an zu rauchen und explodierte kurz darauf. Man ist sich immer noch nicht bewusst, was genau geschah. So, das waren die 15 gruseligsten oder mysteriösesten Fotos. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Alle Fotos sowie das Video von Elisa Lam im Fahrstuhl sind unten verlinkt. Bis zum nächsten, was auch immer ich mache. Tschüss.